Hi, wir wollen wissen, was für die Umwelt tun und heute bauen wir eine Recyclingfirma. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier bei den Simpsons. Ah, lang ist her, ne? Schon über eine Woche keine Simpsons-Folge mehr. Die ersten drehen ja jetzt bestimmt voll am Rad. Ah, wieder Simpsons-Folge. Ja, wieder neue Simpsons-Folge. Und wir wollen ein bisschen was für die Umwelt tun. Wir haben noch nicht einmal etwas in unserer Stadt gebaut, was überhaupt was mit der Umwelt zu tun hat. Eher was gegen die Umwelt ist. Aber das wollen wir ein bisschen ändern. Und zwar wollen wir die Recycling-Firma von Lisa bauen, die sie mit Mr. Burns aufgemacht hat. Ich glaube, jeder kennt die Folge. Das ist ja auch eine etwas ältere Folge, Episode, wie man es nennen möchte. Ich blende es euch nochmal ein, für den einen oder anderen, der sie sich vielleicht nochmal angucken möchte, ein bisschen was erfahren möchte über die Firma, was da alles so passiert. Darauf gehe ich heute nicht ein. Darauf gehe ich dann erst ein, wenn wir die Tour machen. Jetzt sieht natürlich dieses Objekt vor uns natürlich noch nicht so ganz aus wie eine Recyclingfirma. Hat damit zu tun, dass es auch immer nur der Vorbau ist. Ich sage es immer wieder, das werde ich im Endeffekt, verbrennen. Ne, das ist ja dann auch wieder hier, na gut, ist das gut für die Umwelt, wenn ich das verbrenne? Ist ja egal. Jedenfalls, wir wollen heute die Recyclingfirma bauen. Wir werden das Ganze aus einem kleinen Mix bauen, aus der Spiele-App wie aus der Folge der Simpsons, denn das ist halt wie gesagt eine ältere Episode und da musste ich einfach zur Spiele-App greifen. Und ich bin jetzt auch allein durch dieses Gebäude wieder dazu verleitet worden, die Spiele-App zu spielen. Und da ist mir aufgefallen, das ist so ein Zeitfresser, das Spiel, ohne Ende, ey. Ich sitze da wieder stundenlang dran und mach da meine Gebäude alle fertig. Puh. Naja, aber positiv, ich fange Spiele-App-mäßig an, da weiß ich auch schon wieder so, das könnte man noch bauen, die und die Gebäude habe ich da, die denke ich so in Minecraft. Sieht das Ganze auch nicht so schlecht aus, wenn man sich die bastelt. Ja, meine Recyclingfirma möchte ich mir gerne hier auf der anderen Seite von unserem riesigen Ozean bauen. Lassen wir auch mal hier langsam anfangen, was ein bisschen uns hier hinzubasteln. Ja, so, dann würde ich sagen, geht's los, dass wir uns erstmal ein paar Blöcke raussuchen. Um mit unserer Recyclingfirma zu beginnen, holen wir uns erstmal ein bisschen orangen Beton raus. Dann würde ich sagen, gelbe Keramik sollte dabei sein. Dann holen wir uns ein paar Steinstufen raus. Graue Keramik, hellgrauer Beton, dann nochmal grauer Beton. Dann holen wir uns Keramik an sich raus, die ganz normale. Ja, für das Glas von unserer Recyclingfabrik. Ich nehme wie immer ein bisschen türkises Glas und Glasscheiben davon. Ich finde das mal am besten dafür. Aber in der Folge davon sah man, dass Mr. Burns die Scheiben aus Bierflaschen gemacht hat. Also wer ganz genau das so machen möchte wie in der Folge, sollte dann eher grünliche Glastöne nehmen, vielleicht auch gelbe Glastöne und dann so ein kleines Muster draus basteln. Aber ich halte mich an die Spiele-App, da ist das Glas einheitlich und dann nehme ich einfach türkise Glasscheiben und Glasblöcke. Dann wollen wir mal mit unserer Recyclingfirma beginnen und zwar, bei mir ist ja die Recyclingfirma ein bisschen versetzt gebaut und zwar die Rückseite von unserer Recyclingfirma da, wo ja Mr. Burns das Netz auswirft, um die Fische zu fangen. Ja, ist eine gute Recyclingfirma, ich weiß. Habe ich so einen kleinen Höhenunterschied und zwar ist das Ganze auf einen Höhenunterschied von 3 Blöcke. Ihr könnt das gerne tiefer machen, wenn bei euch der Strand ein bisschen tiefer ist, aber nicht niedriger. Achtet drauf, 3 ist in Ordnung und wenn tiefer, auch nicht schlimm. Ich werde mir jetzt erstmal, würde ich mal sagen, 3-mal orangen Beton hier hin platzieren. Das Ganze mache ich mir auf eine Höhe von insgesamt 4 Stück. Ne? So 3 und dann eine Höhe von 4. Dann gehe ich nochmal einmal nach hinten weg und setze da einfach mir nochmal 2 ran. So, jetzt setze ich mir dann darauf so einen 3er und mache das Ganze, sag ich mal, dass es hier auf der Rückseite auch nochmal so einen 4er hat. So, wenn wir das ganze Maß haben, kannst du jetzt gucken. Entweder machst du es noch ein bisschen tiefer, wenn du es hast, aber nicht niedriger. Ne? Das macht uns das Bild ein bisschen kaputt. So, jetzt können wir das entweder ein bisschen anpassen hier an unser Gelände oder wir können das auch zuziehen. Ne? Das macht jetzt auch nicht so schlimm, wenn wir das zuziehen. So, wenn wir das einmal haben, wollen wir das gleiche Spiel nochmal ein bisschen auf der anderen Seite machen. Dann lassen wir jetzt einen Abstand von 19 Blöcke insgesamt frei. Ha, Maß habe ich diesmal im Kopf. Sonst merke ich mir das ja meistens nicht, aber diesmal hatte ich es im Kopf. So, aber wir zählen nochmal nach. Möchte ich auch mal sicher gehen, nicht, dass ich mich jedoch verzählt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So, 19 Blöcke. Wie gesagt, lassen wir dazwischen Platz. Nach 10, ne, ist immer sicherer, falls man sich da doch mal vielleicht verzählt hat. So, dann wollen wir natürlich hier nochmal auf der anderen Seite das gleiche Maß uns hier einmal ein bisschen rüberziehen. Wie gesagt, ihr könnt denn hier unten das entweder am Gelände anpassen oder ihr macht einfach, okay, ziehe ich einfach zu mit meinem orangen Beton.
Wenn wir das soweit haben, wechseln wir jetzt einmal zu unserer Game Keramik und wollen jetzt das Hauptgebäude, den Grundriss einmal ziehen. Ich setze mir jetzt hier hinter einfach mal einmal, ja, gelbe Keramik einmal hinten an und ziehe das zur Seite weg. Da setze ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 weitere Blöcke hin. Gleichspiel machen wir synchron auf der anderen Seite. So, gleich dahinter, in unserer orangen Beton, setze ich mir einmal gelbe Keramik und dann zur Seite weg noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 weitere Blöcke. Wenn wir das nun auf beiden Seiten haben, wollen wir die jetzt natürlich auch noch nach hinten ziehen. Insgesamt sollte das Maß 33 Blöcke sein. Ja, aber wir wollen ja nachziehen. Wir wollen ja gucken, ob es richtig ist. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ha, wieder richtig. So, 33 Blöcke. Wollen wir die Seite langziehen? Andere Seite auch. Ne, jetzt nicht irritieren lassen, warum ich mir hier so die Markierung über Markierung gesetzt habe. Ist unwichtig jetzt erstmal für den Anfang. So, jedenfalls die Seiten 33 Blöcke. So, wenn wir jetzt auf der Rückseite sind, ziehen wir uns jetzt hier, würde ich mal sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blöcke jetzt einfach mal zur Seite ran. Insgesamt haben wir dann 11 Blöcke hier. So, andere Seite auch. Setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blöcke ran. Insgesamt haben wir halt 11. Jetzt gehen wir wieder zu unserem orangen Beton. Da setze ich mir jetzt hier vorne einfach mal 3 Blöcke ran. Kann das Ganze dann bis zur anderen Seite ziehen. Und auch hier verbinden wir das Ganze 1, 2, 3, ne? Also mit 3 Blöcken. Wenn wir das Ganze soweit haben, geht es immer noch weiter mit unserer gelben Keramik. Wir haben uns jetzt natürlich jetzt hier so ein bisschen unseren Grundriss hochgezogen. So, diesen Grundriss möchte ich mir gerne auf eine Höhe ziehen von 1, 2, 3, 4, 5. Also insgesamt halt, was wir jetzt hier hingesetzt haben, auf eine 5er Höhe. So, wenn wir das dann jetzt hier einmal komplett auf 5 Blöcke hochgezogen haben, können wir als nächstes, wenn wir das jetzt hier halt auf 5 Blöcke haben, dahinter, hinter unserem diesen Grundriss, noch 2 Blöcke uns hier einmal so auf der innenliegenden Seite, auf beiden Seiten nochmal ringsrum ziehen. Wenn wir das so fleißig gemacht haben, hier halt 2 Blöcke auf der innenliegenden Seite rumgezogen auf beiden Seiten, schnappen wir mal unsere Steinstufen und können jetzt einmal auf der unteren Ebene jetzt hier einfach mal unsere Steinstufen ringsrum ziehen. Das zieht sich dann hier komplett ringsrum. Und dann machen wir das noch einmal hier oben am letzten Block. Ziehen wir das auch noch einmal hier so ringsrum. Ja, das machen wir dann hier auch wieder auf beiden Seiten. Wenn wir das dann natürlich dann auch fertig haben mit unseren Steinstufen, die jetzt hier so einmal schön ringsrum ordentlich langgezogen haben, schnappen wir wieder unsere gelbe Keramik und setzen jetzt auf unsere oberste Steinstufenschicht hier noch 1, 2, 3, 4, 5 weitere gelbe Keramik und können die jetzt hier auf unseren Steinstufen einmal komplett langziehen. Nachdem wir dann auch oben noch die weiteren 5 gelben Keramikblöcke einmal schön drauf platziert haben, gehen wir jetzt einmal zur Rückseite. Die Rückseite befindet sich da, wo natürlich unser Strand ist. Da möchte ich noch einmal hier kurz die Rückseite ein bisschen zuziehen und zwar die letzten 3 Ebenen hier. Ziehen wir einfach mal oder verbinden das Ganze einfach mal hier mit der anderen Seite. So können wir natürlich hier ausfüllen. Und wenn wir das so ausgeführt haben, kann man, wenn man möchte, hier die Seiten noch ein bisschen dicker ziehen, damit das doch nicht so, würde ich mal sagen, so lasch aussieht. Ja, verbinden wir das Ganze einfach mal so ein bisschen, zack, oder machen das ein bisschen dicker halt, wie gesagt, ne, so auf 2 erstmal. Das Innenleben und so, da kommen wir dann natürlich zur Tour, wie man sich das ein bisschen machen kann. Ja, aber dann sind wir erstmal hier mit der Rückseite durch und gehen auf die Vorderseite und schnappen uns gleich unseren orangen Beton. Und zwar, wir haben uns ja hier ein bisschen was markiert. So, diese Markierung, die wir jetzt haben, können wir jetzt einmal komplett auf die gleiche Höhe ziehen, wie wir jetzt hier, ja, das Bauwerk schon hochgezogen haben. Und jetzt hier bei diesen Steinstufen, die wir haben, da tauschen wir das einfach mal aus. Ja, nicht unbedingt jetzt mit orangen Beton, aber nehmen wir einfach hier die normale gelbe Keramik dafür. Ja, und dann können wir das Ganze hier einmal ein bisschen hochziehen. Wenn wir das dann so fein hochgezogen haben und auch dran gedacht haben, auf der anderen Seite, hier bei unseren Steinstufen, das einfach mal mit der gelben Keramik denn hier ein bisschen zuzumachen, geht es jetzt weiter, dass wir hier oben ja, etwas raufbauen. Obwohl, warte mal, wir können noch was anderes erstmal machen. Und zwar mit der gelben Keramik fliegen wir. Ich fliege jetzt einmal zur Strandseite, dann können wir mal ein bisschen besser drauf von, also drauf gucken. Und zwar, wenn ich jetzt hier zur Strandseite stehe, bauen wir jetzt auf der rechten Seite noch so einen kleinen Anbau hin. Gelbe Keramik haben wir, von daher machen wir das gleich mal. Ich lasse jetzt hier einfach mal eine Blockreihe auf der Seite Platz und setze mir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke einfach mal hier so hin. Dann können wir das Ganze einfach mal bis auf die Vorderseite hinziehen. Das Schöne, hier müssen wir nicht zählen, außer natürlich auch hier wieder. Ne? Wir lassen halt einen Block Platz und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke ziehen wir das denn so nach außen weg. Und das Ganze können wir jetzt auf eine Höhe, würde ich mal sagen, machen nicht auf 1, nicht auf 2, sondern das Ganze machen wir auf 3 Blöcke insgesamt hoch.
und können jetzt hier erstmal die Mauer zuziehen damit. Das war's dann auch erstmal hier wieder mit dieser Seite. Jetzt geht's aber ran, dass wir hier ein bisschen unser Gebäude in die Höhe ziehen. Und zwar, wir beginnen erstmal damit, uns den Boden hier drauf zu ziehen. Dabei nehmen wir einfach mal die graue Keramik. In der Folge war es die beste Farbe dafür. Ja, wir machen jetzt erstmal an den Seiten jetzt hier ringsrum eine Zweier Bodenplatte hin mit unserer grauen Keramik. Die können wir uns hier einmal komplett überall langziehen. Wenn wir denn unsere Bodenplatte von zweimal hier graue Keramik uns überall langgezogen haben, können wir hier vorne diesen Anbau, den wir herangebaut haben, auch noch hier mit unserer grauen Keramik einmal die Fläche damit ausfüllen. Und wenn wir hier vorne das ausgeführt haben, geht das wieder ein bisschen zur Massenarbeit. Und zwar haben wir ja vier Ecken. Und vier Ecken können wir jetzt ein bisschen bearbeiten. Und zwar stampfen wir uns erstmal wieder die gelbe Keramik zur Hand. Wir können auch immer ruhig hier auf der Ebene immer die Blöcke schon ransetzen. Ne, haben wir mal einen kleinen Vorteil. Und zwar wollen wir uns jetzt hier ein paar Ecken bauen. Und zwar mache ich mir erstmal hier so eine ganz normale Ecke hin. Lass dann einen Block frei und setze mir so einen Zweier hin. Einen Block frei und wieder so einen Zweier hin. Ne, das können wir jetzt hier erstmal auf jeder Seite so ein bisschen machen, dass wir das Maß haben. Ne, wir machen es noch einmal zusammen, damit es im Kopf ist. Und so, wir machen erstmal so eine Ecke hin. Dann immer einen Block freilassen und dann einen Zweier hin, einen frei, einen Zweier hin. Das machen wir hier auf jeder Seite. So, jetzt haben wir das Ganze zweimal gemacht und zweimal müssen wir es noch machen. Wenn wir die Ecken uns denn markiert haben, die vier Stück, wollen wir die jetzt auch ein bisschen hochziehen. Und zwar insgesamt hat das eine Höhe von 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. So, wir achten immer von der Bodenebene aus. Ne, haben wir hier 5 Blöcke, wunderbar. Und dann können wir erstmal das, was wir uns markiert haben, hochziehen. Haben wir denn unsere vier Ecken hochgezogen auf insgesamt 5 Blöcke, wollen wir die jetzt auch bearbeiten. Und zwar, ich fange jetzt wieder hier auf unserer Strandseite an, diesmal auf der linken Seite. Wir haben hier immer solche Lücken gehabt. Die Lücken wollen wir jetzt zu ein paar Fenstern uns umbauen. Und zwar setze ich dann einfach unten wie oben, ja, mir einfach noch einen weiteren, ja, gelbe Keramikblock hin. Und dann kann man da ganz einfach, ich nehme jetzt einfach mal die gleichen Stufen, die wir jetzt schon einmal verwendet haben. Und zwar einfach die Steinstufen. Platzieren wir sie auch jeweils einmal unten wie oben hin und habe dann hier gleich schon meine Fenster gemacht. Auf der innenliegenden Seite wollen wir uns denn keine Glasscheiben platzieren. Kann man natürlich auch machen, wenn man möchte. Aber ich nehme jetzt einfach mal Glasblöcke hin. Und wie gesagt, in der Folge sah man, dass Mr. Burns nicht unbedingt türkises Glas verwendet hat, so als farbmäßig, sondern eher mehr solche Bierflaschen genommen hat. Da kann man natürlich gerne jetzt natürlich grüne Glasblöcke nehmen oder auch gelbe Glasblöcke so ein bisschen im, ja, Mix, ne? Kann man ja sagen, sind ja auch recycelte Fenster denn. Und dann kann man sich die dann hier natürlich auch so ein bisschen hinbasteln. So, jetzt wollen wir aber natürlich die Fenster nicht auf jeder Seite uns hin platzieren. Einmal jetzt hier auf der linken Seite, ne, ich quatsch mal schön dabei, so nebenbei, wenn ich hier ein bisschen bastel, kann man sich natürlich die Fenster einmal platzieren. Aber auf der rechten Seite sieht das Ganze doch ein bisschen anders aus und da gehen wir jetzt natürlich jetzt einmal hin. So, wir können jetzt hier auf der anderen Seite nicht überall auf jeder Seite Fenster machen. Wir wollen es aber trotzdem noch ein paar Fenster platzieren, hört sich zwar doof an, ist aber so. Und zwar jetzt nur auf der Vorder- wie Rückseite machen wir uns ein paar Fenster hin. So, und zwar jetzt hier zur Seite weg. Wir hatten ja hier einen Anbau rangemacht. Der Anbau ist dafür da, dass wir uns später hier unsere drei Schornsteine hinbasteln können, die an der Recyclingfirma angeschlossen sind. Und von daher wäre ja doof, wenn, sag ich mal, vorm Fenster der Schornstein ist. Von daher lasse ich hier einfach mal die Fenster weg und fülle die einer Lücken, die wir hier haben, einfach mal komplett aus. Das meine ich natürlich jetzt nicht auf der Rückseite, sondern auch auf der Vorderseite gleiche Spiel. Weil da kann man nicht aus dem Fenster gucken. Und von daher wäre das ja Quatsch, wenn wir da dann ein paar Fenster hin machen. Aber hier auf der Rückseite machen wir uns nochmal zwei hin. Das geht. Da kann man ja dann rausgucken. Zack. Ne? Ganz easy peasy. Basteln wir uns hier hin. So, jetzt müsste ich natürlich noch hier das Glas einmal reinsetzen. So, dann habe ich meine Glasscheiben jetzt auch einmal noch reingesetzt. Jetzt geht's weiter. Erstmal noch mit der grauen Keramik. Und zwar, wir füllen jetzt hier einfach mal die jede Seite aus. Insgesamt haben wir ja vier Seiten. Können wir hier noch die graue Keramik zwischen unseren beiden Ecken, die wir jetzt hier überall haben, noch einmal ausfüllen. So, verbinden wir das Ganze einfach mal. Wunderbar. Ja, wenn wir das soweit haben, geht's wieder weiter mit der gelben Keramik. Und zwar wollen wir jetzt so ein bisschen uns wieder nächstes Stockwerk raufziehen. Ich fliege jetzt einfach mal hier zu einer Ecke hin und setze mir jetzt hier einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, will man sagen, 7 Blöcke an sich hin. Das ist jetzt das Maß unserer neuen Ebene. So, diese 7 Blöcke können wir jetzt einmal hier zu jeder Seite uns einmal hier so ein bisschen zuziehen, hier die Wände. Wenn wir das denn soweit drauf uns platziert haben mit 7 Blöcken hier auf jeder Seite, wollen wir jetzt hier erstmal uns unten um diese freien Flächen kümmern. 4 Stück haben wir insgesamt. Ich beginne wieder auf der Rückseite. Auf der Rückseite
War in der Folge auch eine riesige Lücke. Von daher stabilisiere ich erstmal hier die Seiten. Gut, können wir ja auch ganz unten einmal hier ein bisschen mehr stabilisieren, wenn man möchte. Ja, wir sind sogar ordentlich und machen ein bisschen Boden rein. So, haben wir erstmal stabilisiert. Kommt dann darauf an, wie man sich natürlich einrichtet. Von daher lasse ich das erstmal so offen. So, jetzt kommen wir jetzt einmal, würde ich mal sagen, wenn man von hinten guckt, auf die linke Seite hin. Da befindet sich ein Fenster. Wir werden uns aber jetzt erstmal hier auf der innenliegenden Seite, gelbe Keramikschicht uns einmal hier langziehen. Und dann lasse ich mir in der Mitte, würde ich mal sagen, brauchen wir hier so ein bisschen die Mitte, können wir ein bisschen gucken, eine 5er Fläche an sich Platz. So, jetzt habe ich hier die Mitte gefunden. Ich lasse jetzt hier in der Mitte eine 5er Fläche, das heißt an den Seiten setze ich mir 3 Blöcke hin. Dann lasse ich mir, würde ich sagen, auf jeder Seite eine Ebene Platz. Und dann ziehe ich mir das so ein bisschen hoch, sage ich mal, mache ich so, dass wir hier an den Seiten 3 Blöcke haben. Ja, 3 Blöcke. Dann lasse ich dann hier oben wieder so schräg davon wieder ein. So, ein bisschen. Ja. So, die Fläche dazwischen können wir wieder freihauen. Und ganz oben 1, 2, 3, 4, 5. So, das Maß. Das ist so ein bisschen, mein Fenster ist nicht ganz rund, ist so mehr ellipsenmäßig, glaube ich, denke ich mal, dass es so ein bisschen die Form ist. So, jetzt kann man das einmal mit Glasblöcken ausführen, aber ich wechsle jetzt einfach mal zu meinen Glasscheiben, darum habe ich die jetzt auch mir natürlich rausgesucht. So, und kann mir das Ganze hier dann einmal ausführen damit. So sieht das Ganze aus mit türkisen Glasscheiben. Ich könnte ja auch gerne mal reinschreiben, vielleicht sollte ich das nochmal auswechseln durch diese recycelten Bierflaschen. Vielleicht sieht das ja auch besser aus. Könnt ihr mal ausprobieren, wie es bei euch so ein bisschen wirkt. Und wenn ihr meint, wechsel das, das sieht nicht aus mit Türkis, ja, dann kann ich es ja noch machen zur Tour. Ja, aber jedenfalls wollen wir uns noch auf die anderen Seiten kümmern. Eigentlich relativ simpel, die anderen zwei. Und zwar ziehen wir die komplett zu. In der Folge sah man nicht, wie sie genau, sagen wir mal, von der Vorderseite reingekommen sind. Man kann sich natürlich noch eine Tür oder sowas basteln. Aber wie gesagt, das kommt dann darauf an, wie man sich es denn auch einrichtet. Von daher gebe ich jetzt hier keinen Eingang oder keinen richtigen Eingang vor, weil da muss man ja gucken, wie man sich halt innen drin das Ganze gestalten möchte. So, ansonsten, wir ziehen dann einfach hier die Seite zu. Und das gleiche Spiel machen wir auch auf der Seite, wo wir sowieso keine Fenster haben. Denn hier kommen unsere Schornsteine hin. Von daher nützt uns der hier kein Fenster. Ja, von daher einfach hier dann auch erstmal unten wieder Ebene ziehen und dann zuziehen. Nachdem wir dann natürlich jetzt unsere Seiten fertig haben, geht es jetzt ran ans Dach. Ich habe jetzt schon mir ein bisschen was vorgezogen, weil ich gucken wollte, ob das überhaupt so aufgeht, wie ich mir das dachte. Ja, geht natürlich auf. So, wir wollen dann hier natürlich wieder einmal zu unserer gelben Keramik wechseln und jetzt hier so ein bisschen den Vorbau für unser Dach ziehen und dann auch gleich das Dach aufsetzen. Ich lasse jetzt hier an der Seite eine Blockreihe frei, dann setze ich mir hier so eine zweier Ebene hin. So, die zweier Ebene können wir dann hier erstmal komplett einmal ganz fleißig und ordentlich ausfüllen. So, wunderbar. Dann geht es weiter mit einer Schritten und zwar setzen wir erstmal die erste Ebene hin. Dann kommt die zweite Ebene. Insgesamt brauchen wir 4 einzelne Ebenen. So, jetzt haben wir 1, 2. Das wäre dann hier die dritte. Und so, nach der dritten kommt dann natürlich noch die vierte. Das ist dann damit auch dann die letzte Ebene. Können wir nochmal zählen. 1, 2, 3, 4. Dann lassen wir an den Seiten 2 Blöcke Platz. Ne? 2 Blöcke dann an den Seiten Platz lassen. Danach dann 3 Blöcke an den Seiten Platz lassen. Dann sollten wir oben perfekt 5 Blöcke haben. Ha, geht auf. So, jetzt beginnen wir erstmal mit hellgrauem Beton. Da setze ich mir jetzt an der Seite 3 mal hellgrauen Beton hin, dann darüber 2 hin und dann jeweils halt 4 einzelne setze ich mir hin. Ne, und dann hier ganz fleißig, ordentlich setzen wir darauf dann einfach mal unseren hellgrauen Beton hin. Auf der anderen Seite geht es natürlich dann, ja, mit der gleichen Schrittweise dann hier runter und an der Seite halt lassen wir 3 davon überhängen. So, an der Außenseite, also dass wir es jetzt einmal hier überstehen lassen, platzieren wir jetzt einfach dann nochmal unseren grauen Beton. Einfach hier dann so ein bisschen überstehen lassen. Ich wollte erst was ganz anderes nehmen. Ich hatte mehr so Steinblöcke und sowas im Kopf gehabt für das Dach. Aber ich dachte mir, die Farbvariante passt nicht so. Die sticht nicht so hervor wie jetzt, sage ich mal, grauer Beton und hellgrauer Beton. Von daher wurde das Dach jetzt damit beschlossen, dass ich das damit baue. Und jetzt wollen wir da noch ein paar Dachplatten raufsetzen. Ne? So kann man es natürlich nicht lassen. Dann macht man natürlich einmal auf der Vorder- wie Rückseite oder Vorderseite rück. Naja, kann man ja sehen, wie man möchte. So, wir lassen jetzt immer, würde ich mal sagen, mit den hellgrauen Beton, würde ich mal sagen, 4 Blöcke. Oder platzieren davon 4 Blöcke. Dann kommt ein grauer Beton. Dann wieder 4 Blöcke davon. Einmal grauer Beton. So, jetzt gehe ich mal kurz zur anderen Seite, denn das Ganze geht nicht so auf, wie ich mir das da erst dachte. Und zwar, wir platzieren ja auch wieder 4 mal hellgrauen Beton. Dann wieder grauer Beton. 4 mal, zack. Und so, jetzt hier in der Mitte, dann haben wir jetzt nicht 4. Weil dann geht das Ganze nicht auf. Dann müssen wir 5 nehmen als Platte. Also die mittlerste Platte ist dann ein 5er. Hellgrauer Beton. Ja, dann müssen wir das nur noch zuziehen. Ne?
Wenn wir denn unser Dach fertig haben, sollte das am Ende so aussehen. Ganz schickele, auf beiden Seiten natürlich hier zugezogen. Ja, wenn wir soweit sind, geht's jetzt weiter, dass wir jetzt langsam uns ranmachen, unsere drei Schornsteine aus einer Seite zu zeichnen. Die Schornsteine haben ein Maß, sage ich euch jetzt schon, von, obwohl, was soll man sagen, muss ich das erst vorzeichnen. Wir können ja einfach hier zeichnen. So, wir haben an sich unseren Kasten hier so ein bisschen gemacht. Das Maß ist eigentlich so von unserem Kreis, dass wir einen Dreier haben. Einen Zweier auf beiden Seiten. Und dann geht es eigentlich wieder mit einem Dreier. So, jetzt haben wir jetzt hier natürlich eine Wand. Ne? Wenn wir die jetzt natürlich nicht so dahin ziehen. Ne? Wir beginnen auch einfach ganz normal an der Ecke hier. Also man kann einfach sagen, verbauen kann man sich nicht, weil der Kasten ist halt nicht so groß. Also man stößt echt hier an der Ecke an. Ne? Also man macht sich einen Dreier hin, dann so zwei zur Seite weg und dann hier wieder so ein Zweier ran. Insgesamt wäre es ja dann so ein Dreier. Ja, egal. So, das Spiel machen wir insgesamt dreimal. Wir lassen von jedem Schornstein immer so eine Blockreihe Platz. Ja, die sollten sich nicht berühren. So, wie gesagt, dreimal. Das sollte auch perfekt denn hier aufgehen. Da merkt man schon, wenn man sich verbaut hat, ne, dass es denn irgendwie nicht passt. So, jetzt wollen wir das Ganze auf eine Höhe von insgesamt 15 Blöcke ziehen. So, jetzt möchte ich natürlich nicht unbedingt zählen. Was macht man da? Ich ziehe mir das einfach hier so ein bisschen hoch. Und zwar nicht höher als, sagen wir jetzt hier bei unserer Ecken, ein niedriger. Ne? Höher ziehen wir uns nicht. Dann wäre das, glaube ich, 15 Blöcke, wenn ich richtig liege. Das wären ja insgesamt hier, da haben wir ja 5 gehabt, 5, über 10, also 12, 13, 14, 15. Ja, vielleicht noch ein niedriger. Also sagen wir mal, dass er hier 2 niedriger ist. Genau, dann geht das auf. So, das heißt jetzt hier unsere Schornsteine können wir denn hochziehen. Aber bevor wir die hochziehen, können wir uns so ein bisschen denken, wie man sie baut. Also wir haben ja den unten, dann haben wir hier an der Seite 3 hin. Ich weiß, es ist ein bisschen kompliziert, wie ich es jetzt erkläre, aber das ist machbar. Ich werde ja hier gleich alles hochziehen. Jedenfalls, wir haben ja dann hier an der Ecke 3. Dann wäre es ja hier so ein Zweier. Dann wäre hier dann der Dreier. Kann man sich dann so ein bisschen alles vorstellen. Und dann haben wir hier das Maß fertig. Ja, und das macht man überall. Ne? Wir haben ja, sag ich mal, hier den Dreier. Jetzt hier dann wieder zur Seite weg. Dann hier den Dreier. Und dann hier, wenn ich es jetzt nicht falsch machen würde. Und so war das insgesamt. Genau. Ne, hier ist ja unser Dreier. Wäre vielleicht sinnvoll, wenn ich die ein bisschen weiter nach draußen ziehe, dass man das ein bisschen besser sieht. Nur so markiert man sich das Ganze. Ne, das macht man dann natürlich dann auch hier wieder. Ne, wir haben unseren Dreier, den Zweier. Der Dreier wäre dann hier so in der Wand. Ne, muss man sich so ein bisschen vorstellen. Ein Dreier. Ne, so ziehen wir uns das so ein bisschen hin. So, ich werde mir das Ganze ein bisschen erstmal hochziehen. So, bei mir habe ich das Ganze hochgezogen. So sieht das aus. Ich habe jetzt schon ein bisschen wieder vorgearbeitet. Und zwar habe ich mir unten denn hier noch eine Platte von unserer gelben Keramik einfach mal noch hier alles zugezogen. Ne? Und dann kann man noch was machen. Und zwar, wir haben ja an sich ja unser unteres Gebäude ja hier so ein bisschen, ja, mit diesen Steinschuben so ein bisschen eingeengt. Ja, da kann man noch drauf achten, bei unserem Schornstein, denn hier noch ein bisschen, ne, das dann hier noch zu ändern mit den Steinstufen. Das macht man natürlich nicht nur auf der Außenlinienseite, sondern auch hier auf der Innenlinienseite. Die habe ich wieder vorgearbeitet, ne, so sollte das dann aussehen, ne, haut man dann hier einfach noch ein bisschen die Keramik denn ins Mauerwerk rein. So, jetzt wollen wir unseren Schornstein natürlich ein bisschen höher ziehen. Jetzt heißt das nicht, wir lassen den jetzt hier auf diesen dicken Maß, was wir haben, sondern wir wollen ihn ein bisschen enger machen. So, wir machen das Ganze ganz einfach, dass ich jetzt hier innen drin mir einfach eine weitere Ebene ziehe. So, jetzt haben wir natürlich das Maß 3 und dann zur Seite weg immer einen. Ne? Also es ergibt sich halt ganz von alleine, wenn wir uns, sag ich mal, hier ein bisschen enger ziehen. Ne, ihr seht es ja, ergibt sich ganz von alleine. So, jetzt haben wir jetzt hier das Maß ein bisschen enger gemacht. So, das machen wir natürlich jetzt hier bei den anderen auch. Aber wir wollen noch das Ganze hochziehen, denn auf eine Höhe von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ne, wir hatten ja hier den untersten auf 15 Blöcke hoch. Den zweiten machen wir auch nochmal auf 15 Blöcke hoch. Und das Ganze machen wir dann dreimal. Wenn wir die zweite Etappe von unseren Schornstein hochgezogen haben, wollen wir das ganze Spiel noch ein drittes Mal machen. Ne, das ist auch das letzte Mal. So, wir fliegen wieder hin und können jetzt hier wieder einmal das Maß reinziehen. Und jetzt haben wir ein Kreisformat von 3 mal 3. Also auf jeder Seite halt 3. Ne, so wäre das halt. So, das Ganze kann man dann hier auch wieder, wenn wir das uns hier so leicht vormarkiert haben, auch wieder hochziehen auf insgesamt 15 Blöcke. Wir können ja immer noch mitzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Blöcke, wie gesagt, ziehen wir das Ganze noch einmal hoch, ne, auch wieder dreimal. So, die letzte Ebene ist bei meinen Schornsteinen auch gezogen und ihr seht, ich habe schon wieder ein bisschen Vorgabe, damit ihr sehen könnt, was wir jetzt machen. Und zwar wollen wir natürlich oben noch
den Rand von unserem Schornstein beenden. Und zwar, wir schnappen uns mal schwarzen Beton raus. Und zwar ziehen wir darauf jetzt einfach mal jetzt hier oben das, ja, eine weitere schwarze Betonebene, damit das hier einfach mal zu ist. Und da an den Seiten können wir dann ganz geschmeidig denn unsere Keramik einmal lang platzieren. So einmal komplett ringsrum. So kann uns auch keiner in den Schornstein reinklettern. Ne, das hat gleich sicher gemacht. Darauf platzieren wir dann einfach noch eine Granitstufenschicht. Komplett hier einmal an den Seiten lang. Und wenn wir das soweit haben, machen wir das natürlich hier einmal bei jedem dieser Schornsteine. Und dann geht es weiter, dass wir die noch ein bisschen, sag ich mal, ja, bearbeiten wollen, den Schornstein, damit er so aussieht, ob er ineinander läuft. Bei den anderen habe ich es so ein bisschen gemacht. Und zwar ist das ganz einfach. Ganz unten bei der ersten Ebene machen wir einfach immer, sagen wir hier, beim Dreier in einer hin. Und jetzt hier an den Seiten erhöhen wir das Ganze nochmal um eine weitere Blockreihe. So, das macht man natürlich einmal ringsrum. Und sobald es dann hier zur nächsten Reihe geht, machen wir mal vom Dreier hier einen Block noch rauf. Und hier an den Ecken bei den Einer überall noch einen weiteren Block einfach mal rauf. So, dass sich ringsrum zieht. Insgesamt machen wir es ja halt dann zweimal. Beim dritten Mal gibt es das halt nicht mehr. Und wenn wir das soweit haben, glaube ich, wird es wieder Zeit für neue Blöcke. Um weiterzubauen, holen wir uns dann einfach mal ein paar Eisengitter raus. Eine Eisenfalltür, grauer Teppich. Rot, also glatte rote Sandsteinstufe, dann würde ich mal sagen, holen wir uns blaue Wolle raus, weiße Wolle und rote Wolle. Dann holen wir uns noch eine Eichenholztreppe und dann nochmal ein Lesepult raus. Wir fliegen jetzt einmal auf die Vorder- oder Rückseite, wie man es so gerne sehen möchte. Und zwar hatten wir hier diesen orangen Anbau hier gehabt. Da wollen wir uns erstmal ein paar Fahnen machen. War auch in der Spiele-App, wenn ich richtig liege, und auch in der Folge zu sehen, dass da vorne ein paar Fahnen hingen. Und zwar machen wir jetzt beginnen jetzt hier erstmal an der Seite, dass wir uns hier erstmal so drei schräge Wollblöcke jetzt einfach mal hier so lang ziehen. Ja, das machen wir jetzt hier so ein bisschen im Muster. Mal wieder so auf und ab geht's hier drei blaue Wollblöcke. Sollten wir auch perfekt auf der anderen Seite hier ankommen. Dann können wir hier einmal oben in der Mitte überall einmal eine rote Wolle platzieren und den Rest hier dazwischen füllen wir dann einfach mal mit weißer Wolle aus. Wenn wir das Ganze denn hier geschafft haben, geht es weiter mit glatter roter Sandsteinstufe. Und zwar platzieren wir jetzt hier auf diesen Anbau, also auch nur hier auf diesen Anbau, noch diese ja glatte rote Sandsteinstufen. Falls irgendwann mal, falls du das Video guckst, orange Betonstufen gibt, kannst du die gerne verwenden. Ansonsten nehmen wir erstmal die, ja, diese Stufen. Ja, dann geht es weiter, dass wir jetzt hier auf dem gelben Keramikteil hier uns ein Geländer basteln. Und zwar platziere ich jetzt hier meine Eisengitter immer mit einem Abstand von einem Block dazwischen. Platziere mir da dann, würde ich mal sagen, eine Eisenfalltür dazwischen jeweils. Und wenn wir die dann da so mal dazwischen platziert haben, können wir darauf dann ganz einfach einen grauen Teppich uns platzieren. So, das zieht sich dann natürlich hier einmal komplett hier entlang. Das füllt man dann hier aus. Und dann auch auf der anderen Seite geht es dann hier mit so einem Geländer ringsrum. Ja, das machen wir einmal mal. Wenn man dann geschafft hat, das Geländer ringsrum zu platzieren, fällt hier auf, das geht auch perfekt auf, ne, wenn man zur anderen Seite sich das hier so lang zieht, ne, geht oder sollte das perfekt denn hier auch hinten an unseren Schornstein anschließen. Wenn wir das soweit denn haben, geht es weiter mit, was haben wir noch, unsere Eichenholztreppe und unser Lesepult. Da gehen wir wieder auf die Vorderseite hier bei diesem Anbau. Und zwar suchen wir da jetzt die Mitte raus, Mitte ganz einfach, ne, hier haben wir die uns jetzt so gut sichtbar markiert. Da platziere ich mir jetzt, würde ich mal sagen, an den Seiten einfach mal so zwei Treppen nach hinten gerichtet. Ja, so platziere ich mir die, dass die sich dann hier so ein bisschen anecken. Dann hier so eine normale Treppe nach vorne gerichtet, eine umgedrehte, dann einfach mal dazwischen rein. Und darauf dann so ein Lesepult. Denn der gute alte Mr. Burns hat da seine Ansprache gehalten, ne? So an die Leute, so hey, wir recyceln jetzt, wir machen jetzt die Stadt sauber. Natürlich fehlt jetzt natürlich noch bei uns, was fehlt da? Das Logo. Und für unser Logo bei unserer Recycling-Firma oder Fabrik brauchen wir einfach mal noch ein bisschen hellblauer Beton. Dann holen wir uns einen Eisenblock raus, gelber Beton, schwarzer Beton, weißer Beton und ein paar Spinnnetze. Komme ich erstmal, bevor wir mit den Logos beginnen, zu den Spinnnetzen. Die Spinnnetze kann man einmal verwenden, das werde ich jetzt hier im Tutorial nicht komplett ausbauen. Und zwar, das kommt dann darauf an, wie man sich es einrichtet, kann man sich dann hier natürlich dieses Fangnetz, was, sag ich mal, Mr. Burns ja hier hatte, hier so ein bisschen auswerfen, ne? Da muss man mal gucken, wie man sich das macht, ne? Dann werfe ich mir das auch noch irgendwie aus zum Wasser, ne? Da kann man sich da natürlich so ein bisschen unten langziehen, ne? Wie gesagt, kommt halt darauf an, wie man sich's einrichtet, und dann kann man das erst dann auch sich genau hinziehen. Oder man nimmt noch die Spinnnetze, um sich so ein bisschen Rauch darzustellen. Hier oben, ne? Wenn man das möchte. Aber ich mach's nicht. Ich möchte die Umwelt nicht zu doll belasten, von daher lasse ich das erstmal hier frei. Sieht auch immer ein bisschen, finde ich, schöner aus, wenn man sich das nicht alles zumüht mit Spinnnetzen, aber
Wer möchte, kann da natürlich auch da so ein bisschen Rauch darstellen. So, wir wollen uns jetzt ein bisschen das Logo machen. Wir machen uns, würde ich mal sagen, auf der Rückseite uns erstmal ran. Wir beginnen natürlich erstmal uns einen Kreis reinzuhauen. Wir lassen jetzt einfach mal, würde ich mal sagen, zwei Blöcke unten Platz. Suchen am besten auch gleich die Mitte so ein bisschen. Ne, wenn man hier so guckt, hier ist die Mitte. Das heißt, auf jeder Seite haben wir fünf Blöcke Platz. So, dann schlagen wir uns, wenn wir hier zwei Blöcke so lassen, kann man auch mal gucken, jetzt hier von diesen Ecken aus, ne, lassen wir darüber dann immer so zwei Blöcke Platz. Schlagen wir dann Fünfer weg, an den Seiten dann jeweils, ein Einer, jeweils zweimal, ne, machen wir auf beiden Seiten. Dann kommt wieder 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke hin, dass wir die an der Seite machen, dann wieder so 2 Einer und ganz oben wieder ein Fünfer, dann wieder an den Seiten 2 Einer und dann wieder an der Seite einen Fünfer. So, das ist so ein bisschen unser Kreisformat. Das können wir dann erstmal freihauen und erstmal, würde ich mal sagen, mit blauem Beton besetzen. Wenn wir das dann mit unserem blauen Beton ausgeführt haben, wollen wir natürlich jetzt das Logo raufzeichnen. Das Logo ist natürlich Lisa. Da beginnen wir erstmal mit ihrer Perlenkette. Und zwar ganz unten fliege ich hin, schlage hier drei Blöcke weg und setze mir dann ihre Perlenkette hin. Dann machen wir noch Lisas Hals einfach mal hin. Einfach mal mit einer weiteren gelben Betonschicht. Jetzt können wir uns erstmal ein Viereck hinzeichnen. Und zwar das Viereck hat eine Fläche von jeweils 5x5. Hier gleich auf dem Hals setze ich mir fünf Blöcke hin. Denn an der Seite lasse ich mir dann auch nochmal fünf Blöcke an sich hier so zur Seite weg. Haben wir hier fünf? Ja. Dann mache ich das gleiche Spiel nochmal auf der anderen Seite. Und hier oben sollten wir dann einfach das glatt miteinander verbinden und sollten dann auch fünf haben. Jo. Die Mitte hier zwischen können wir dann einmal komplett mit gelben Beton dann hier einfach mal ausfüllen. Wenn wir das soweit haben, haben wir dann erstmal so ein schönes Viereck drauf. Da können wir jetzt natürlich jetzt Lisas Gesicht reinzeichnen. Ich beginne erstmal mit dem Mund. Das mache ich mit schwarzem Beton hier so ein bisschen hin. Dann kann ich mir auch gleich hier so ein bisschen ihre Augen gleich mal da stellen mit schwarzem Beton und weißem Beton. So. Und dann fehlt ihr noch eine kleine Nase. Die setze ich mir vorne hin. Und dann machen wir natürlich noch ihre Stachelfrisur hier einfach mal so an der Seite so ein bisschen hin. So ein bisschen an. Ja, mit so ein paar gelben Betonblöcken machen wir so ein bisschen ihre Stachelfigur hin. Und dann haben wir das Logo von dieser fertig hier als Pixel Art. Das machen wir natürlich einmal jetzt hier auf der Rückseite oder Vorderseite, wie man das sehen möchte. Und halt auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Ich habe das mir schon gemacht, die Mühe, weil ist ein Pixel-Art. Ich kann mich natürlich noch einmal hier ein bisschen vor safe hinstellen, wenn man sich so noch mal ein bisschen angucken möchte. Aber ansonsten geht es jetzt dran, dass wir noch das Logo auf die Schornsteine uns basteln. Auf den Schornsteinen ist das Ganze natürlich eine andere Sache. Wir haben hier ein anderes Maß. Ich habe versucht, das Ganze so ein bisschen darzustellen, als ob man erkennen könnte, dass es Lisa ist. Ja, man kann es durchgehen lassen, würde ich mal sagen, für das Verhältnis. Ja, jedenfalls, hier möchte ich mir natürlich auch noch mein Logo drauf bauen. Ich lasse jetzt einfach mal hier oben vom Schornstein, würde ich mal sagen, zwei Blöcke Platz. Und dann setze ich mir hier meinen Kreis hin. Der Kreis jetzt hier für das Logo hat ein Maß von 3x3. Aber die Ecken lasse ich jeweils halt einmal so frei, sonst wäre es ja ein Viereck. Ne? So. Kennzeichne ich mir hier so ein bisschen, dann kann ich hier die Mitte natürlich einmal hier einfach freihauen. Und dann setze ich mir hier natürlich wieder dieses Perlenkette hin. Dann mache ich gleich schon ihren Kopf. So, stelle ich mir das Ganze da. Einen weißen Block für ihr Auge. Und dann würde ich noch sagen, Steinknopf für ihre Pupille. Dass man das dann vielleicht so ein bisschen doch erkennen könnte. So, und dann habe ich mir Lisa hier auch nochmal oben drauf platziert, das Logo, ne? Und so könnte man natürlich die Firma durchgehen lassen. Aber unsere Cycle-Firma ist immer noch nicht fertig. Jetzt heißt es natürlich, ran an den Speck, das Ganze einrichten. Das wirst du dann in der nächsten Folge sehen. Das werde ich dir auch unter diesem Video verlinken, falls du gerne mal die Recycling-Firma angucken möchtest, wie das im Minecraft-Format aussieht. Da werde ich auch mir noch so einen richtigen Eingang noch dazu basteln. Ich weiß noch nicht genau, wie man da reinkommen soll. Und naja, muss man noch gucken. Ja, das ergibt sich halt immer, wenn man es einrichtet. Ja, wie gesagt, das ist dann unten verlinkt für alle, die Interesse haben zu wissen, wie es so ein bisschen darin aussieht. Ja, ansonsten stelle ich mich dann hier erstmal vorne Safety hin. Ja, natürlich, das Netz müsste man dann auch noch fertig basteln und gucken, wie man sich das machen möchte. Aber naja, ich bin zufrieden damit, wie es jetzt erstmal so aussieht. Da hinten, der Vorbau wird natürlich wieder abgerissen, ne, damit der Strand hier vorne auch wieder schön frei ist. Ne. Ja, und dann stelle ich mich hier erstmal Safety vor unsere Recycling-Firma hin, so wie der Stand ist. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also, haust rein und tschüss.